Okay, damit zu einem Adrian. Wir hatten es gerade gesagt. Was war es jetzt? Das Sechste, ne? Fünf. Sechs. Fünfte. Nächstes war das Fünfte. Sechste. Es Keine ist Ahnung Fünfte was. jetzt. Wir haben auf jeden Fall Es wieder ist ein das Fünfte. Interview Ich habe für doch euch. gerade nachgezählt. Wir haben heute ein Interview für euch vorbereitet. So, da muss man jetzt auch mal nicht auf Zahlen gucken, vielleicht. So, wir geben Da uns müssen wir immer jetzt Mühe, hier alle schöne, durch. wir geben uns immer Mühe, hier vernünftige, interessante Leute einzuladen. So, und ihr habt nichts Besseres zu tun, als uns einfach immer auf diesen Scheißnummern festzunageln. So, da vertut man sich auch mal. Entschuldigung. Ich möchte jetzt hier unseren Gast vorstellen. Das ist nämlich der Michel. Hallo, Michel. Einen wunderschönen Hi. Michel ist auch international gesuchter Top-Terrorist. Möchtest du unseren Hörern vielleicht einmal kurz erklären, wer du bist? Ach so, und hi, Adrian auch noch. Adrian ist auch da. Ja, bin hier. Erzähl uns mal, wer du bist. Gut, wer bin ich? Ja, ich bin der Michel. Hi. Ja, eigentlich mache ich viel und auch nichts. In meinen Augen mache ich nichts. Für andere mache ich aber viel, meistens im Hintergrund. Und zwar kümmere ich mich eigentlich darum, dass in der Tätowiermittelindustrie eigentlich alles relativ safe abläuft und dass Tätowierer auch morgen noch eine Zukunft haben. Sagen wir das mal so. Also tatsächlich bin ich vom Beruf her, Achtung, klingt wenig nach Fetisch, ist aber nicht so, Lackingenieur. Und habe mich halt auf Tätowierfarben seit über 10 Jahren spezialisiert. Hatte früher ganz viele geläufige deutsche Brands im Endeffekt, bin dann ausgeschieden aus meiner ehemaligen Firma und bin jetzt eigentlich nichts anderes als wie ein aktiver Berater und weltweit im Einsatz für die internationalen großen Brands und auch für kleinere nationale Brands. Geil, das heißt, Tattoo-Farben, du hast sie alle gehabt. Du darfst Oder auch sie ruhig hatten Werbung mich, machen du für willst, dich. ne? Du bist nämlich eins der zwei Gesichter hinter IM Inc. Ja, Tatsache, ich bin mehr so quasi Sam, eine Nachricht oder Ghost, eine Nachricht von Sam. Derjenige quasi, der hinter dem kreativen Part steckt und von hinten töpfert. Ne? Das bin ich. Hinten Das hört sich jetzt töpfert. echt nach Berghain an. Ja, von hinten töpfern. Ich musste kurz überlegen, ob ich Bock darauf habe, mitzumachen, aber hey, warum nicht? Ja, siehst du mal. Und du bist, wie lange machst du das schon? Also ich mache das Ganze eigentlich seit, also ich muss immer nach oben gucken, um zu überlegen. Das ist so eine Macke von mir. Ich mache das Ganze seit 2006. Da habe ich in der Hochschule angefangen früher. Bin 2007 aus der Hochschule dann quasi raus, direkt ins eigene Labor und habe nichts anderes gemacht seitdem, als wie an Tätowiermitteln zu schrauben, auch an Tattoo-Bedarfsprodukte, Tattoo-Kosmetika und so weiter und so fort. Also den ganzen Schnickschnack. Ja, seit 2007. Das ist eine ordentliche Weile. Das ist ganz schön lange, auf jeden Fall. Tatsache, ich bin jetzt sowas, was man Senior nennt, ne? Also ich habe erst heute irgendwas gelesen von wegen, was ist hier Master, Senior, Junior und so weiter und so fort. Also Bei Max Lalois hast du es gelesen. ja, exakt. Und ich hab drunter gepostet, dass es sich um Marketing handelt, was den Leuten suggeriert werden soll. Wir sind was Besseres und unsere Kohle wert. Und einer drunter hat dann geschrieben, dass ein Kumpel von ihm jetzt Steinversetzungstechniker ist, was man früher als Maurer kannte. Und daraufhin habe ich dann gesagt, da siehst du jetzt mal die Power dieser ganzen Umbenennung von Sachen, weil ich halt gesagt habe, ein Hausmeister heißt auch Facility Manager. Und wenn du jetzt Steinversetzungstechniker sagst, dabei denkst du an Schreibtische, du denkst an komplizierte Statikberechnung und bei Maurer denkst du an Arschritze und Saufen. Exakt, wollte ich gerade sagen. An das Maurer-Dekolleté halt, ja, klassisch. Ja, Tatsache. Oh, stimmt, ist Also immer schön Senior nach bist du schon. eine Hackepeter, ein Hackepeterbrötchen in der Pause. Da denke ich auch spontan dran, wenn ich Maurer höre. War das bei dir klar, weil du auch vorher, ich musste jetzt mal erstmal zum Reinkommen so diese ganzen Standardfragen stellen. So, deswegen, wenn du irgendwas so erzählen willst, auch fühl dich frei. War das bei dir klar, dass du Tätowiersachen machst hinterher oder also aus eigenem Interesse oder hat sich das durch deine Arbeit als Lackingenieur da einfach so entwickelt? Im Prinzip war es nicht so klar. Tatsächlich war es eher so, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht zum Lacklaboranten und habe eigentlich immer in einer ganz normalen Lackklitsche geschafft und habe so an
Anti-Graffiti-Lacke zum Beispiel für die Deutsche Bahn und so weiter rumgeschraubt. Ja, ja, so, naja, war schön. Ja, kurzer Podcast heute. Und auch so geile Anti-Pipi-Lacke und so weiter. Also sprich, dass wenn du irgendwo hinpisst, mit dem Einfallwinkel quasi auch wieder mit dem gleichen Winkel zurück die Brunze weggeschossen wird. Gell? Also tatsächlich Sachen hat man rumgeschraubt. Dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es dafür auch zum Studieren gibt und ich wollte auch unbedingt irgendwie was in diese Richtung studieren. Und wie es als Student ist, also ich war schon tätowiert, im Endeffekt habe ich für Tattoos immer interessiert, wollte aber während dem Studium eigentlich nur billig Tattoos abgreifen und habe dann halt eben angefangen, an Tattoo-Farben rumzuschrauben, habe dementsprechend auch nur Murks auf mir drauf. Ja, habe aber dann letztendlich gemerkt, dass als ich dann beim Porsche meinen Praktikum gemacht habe, dass mich das so angefuckt hat dort, dass ich auch eine super beschissene Bewertung bekommen habe und meine gute Professorin damals meinte, Mensch, Michel, Tattoo, das wäre doch genau dein Ding, mach das doch, ne? Versuch dich doch da selbstständig zu machen. Und zack, war das quasi der Anstoß. Ja. Dann kam ein Scheiß nach dem anderen, also die erste Marke, die gekommen ist, die will ich gar nicht nennen, weil dafür schäme ich mich massiv. War ideell gesehen echt ziemlich gut, aber von der Ausführung her war das so ziemlich, glaube ich, die erste Stufe der Evolution des Tattooings, also noch, als man noch die Sachen selber angerührt hat. Und ja, es hat einige Jahre gedauert, bis man mal dahinter gestiegen ist, wie sich sowas aufbaut, wie sich sowas zusammensetzt. Und ja, es hat tatsächlich über 10 Jahre gedauert, bis man mal eine ordentliche Farbe auf die Kette bekommen hat. Das ist eine lange, lange Zeit. Ja. Und dann einfach keinen Bock mehr gehabt. In Stuttgart habe ich ja irgendwie zuletzt gelebt, als ich noch in Deutschland gelebt habe und habe festgestellt, dass ich in den über 10 Jahren des Lebens dort eigentlich so ziemlich gar keinen Anschluss gefunden habe. Das war zwar ganz nice, wenn man arbeiten will, aber ziemlich uncool, wenn man mit jemandem abhängen möchte und abkuppeln möchte. Das gab es halt nicht. Ne? Und zu guter Letzt habe ich meine Liebe quasi in Österreich gefunden, nebst einem anderen renommierten Farbenhersteller. Und habe mir gedacht, Mensch, ziehst du halt mal nach Österreich. Und ja, das ist ein vom Lied. Ne? Ne? Es ist verrückt. Sepp, jetzt du als Anwender quasi, hast du dir schon mal ein bisschen, also bist du schon mal ein bisschen in die Tiefe gegangen, was Farben angeht? Weil ich meine jetzt, was man auch von Michel hört, so, das ist ja letzten Endes, ist es nicht einfach nur die Puller aufdrehen und los geht's, sondern da steckt ja wirklich richtig Know-how hinter. Aber macht man sich jetzt Tätowierer denn mehr? Nee, die rühren einfach irgendwas dazu. Die verkaufen eigentlich nur umgelabelten Baumarktlack. So, fertig. Ich will ja jetzt niemanden dissen und so weiter, aber eigentlich gehört es zum Job dazu, dass ich jetzt alle wegdisse. Im Endeffekt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich disse niemanden. Also, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich bin da noch nicht in die Tiefe gegangen und aus diesem Grund bin ich froh darüber, dass ich mich hier kennengelernt habe, weil da kann man nämlich jetzt auch mal ein paar Fragen stellen, wo man sich vorher gedacht hat. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, zum Beispiel, welchen Unterschied macht es, ist schwarz nicht einfach schwarz? Was macht Linien schwarz aus? Was macht ein Flächen schwarz aus? Außer die Etikettierung. Ja, das war das Thema, was wir schon mal hatten. Ja, genau. Genau, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Und das ist, muss ich halt auf das Wissen von Michel, ich weiß nicht, ob du das hier preisgeben willst, zurückgreifen, der mir dann den Unterschied erklärt hat. Naja, gut, im Prinzip, ich versuche das jetzt mal echt kurz zu fassen. Schwarz ist tatsächlich nicht gleich schwarz. Es beginnt schon beim Ruß, was du verwendest. Es gibt unterschiedliche Rußtypen. Die einen erscheinen bräunlicher, die anderen erscheinen bläulich-grünlicher, ja, da geht es schon einmal los, das ist aber jetzt nur selber das, der Farbblues. Dann ist die Zusammensetzung der Farbe, wie du schon unschwer erkennen dürftest, Sepp, macht einen riesen Unterschied, ob eine Farbe in die Haut reinfließt, ob die Farbe in der Haut wegläuft, einfach stehen bleibt. Darf ich da ganz kurz einhaken? Satt abhält, natürlich. Gibt es, du hast ja gesagt, es gibt so Blau oder Rot, gibt es sowas wie Vantablack dafür schon? Das habe ich mich schon immer gefragt. Irgendwas, weißt du was, Schwarz an sich ist, geht das? Oder wenn ja, warum geht es nicht? Aber die Frage können wir auch gleich klären. Du kannst doch erstmal weiter referieren. Entschuldigung, das fiel mir nur ein. Nee, das ist schon vollkommen in Ordnung. Ich meine, gibt es ja nicht mehr viel zu erzählen. Also der letzte Satz war ja quasi, als du mich dann so uncharmant unterbrochen hast. Entschuldigung, da bin ich leider berüchtigt für. Nee, ist einfach nur die Tatsache halt eben, dass anhand der Rezeptur, also es ist nicht nur alleine das schwarze Pigment, was ein Tiefschwarz ausmacht, sondern auch die Zusammensetzung der restlichen Ingredienzien einer Farbe. Ja, die haben halt massiven Einfluss darauf, wie eine Farbe sich quasi beim Verarbeiten und beim Verheilen verhält.
verhält, genau, exakt. Ja. Zum Thema Wanderfleck. Natürlich ist es so, dass man beim Schwarz eigentlich die eierlegende Wollmilchsau sucht. Das heißt also quasi, man will ein Schwarz, das sich super easy verarbeiten lässt, was easy in die Haut geht und was nach dem Abheilen extrem schwarz ausschaut, wie wenn es eine hundertprozentige Absorption also hätte, sodass du gar kein Licht mehr zurückgestrahlt bekommst und es sieht nach nichts aus, also nach schwarz. Ja, das Wanta Black hat ja diese Eigenschaft als Pigment selber, wie übrigens jeder Farbruß. Wenn man die Dose aufmacht, weißt du gar nicht, wie tief du mit deinem Werkzeug in die Dose reingehst, bevor du Pigment berührst, weil du einfach nichts siehst. Ja, beim Wanta Black ist das ja extrem. Hast du das schon mal in der Hand gehabt? Nö, aber man sieht ja immer die angeblich nicht bearbeiteten Bilder und da siehst du halt einfach ein Nichts, also nur schwarz. Ne? Und tatsächlich ist es so, selbst wenn das Pigment schwarz as fuck ist, ja, hast du immer noch das Problem, sobald es in der Haut ist, hast du die Haut dazwischen. Und die Haut verschiebt den Brechungsindex und reflektiert ja aufgrund der Eigenfarbe ja selber Licht. Also du hast nicht mehr eine hundertprozentige Absorption, sondern du hast dann schon irgendwo was anderes unter 100% und zack, ist das Ding jetzt nicht mehr tiefschwarz. Fertig. Krass. Keine Chance, also etwas hinzubekommen, was so schwarz ist, dass man dich nicht mehr sieht. Unmöglich. Ich überlege gerade, wie das ist, wenn man dann die anderen Hautschichten noch durchfärben lässt dadurch, aber dadurch kann man es ja auch nicht mehr kontrollieren, dann, dass man es, ne, wie beim Linienziehen, crazy. Also ich habe mir gestern sagen lassen bei einem bei einer Telefonkonferenz, dass es mal einen Farbstoff gegeben hat. Achtung, Farbstoff ist nicht zum Tätowieren, weil es so löslich ist und somit bioverfügbar wäre. Das hat man mal quasi Mäusen initiiert und die sind dadurch dann, ist das Augenweiß schwarz geworden. Damit könnte man es dann vielleicht versuchen, dann hätte man auch die Haut quasi und die Augen, das Augenweiß eingeschärft. Vielleicht, wenn du dann tätowierst, würde man nichts mehr sehen. Könnte sein. Ja. Dann hast du nur noch die weißen Zähne. Ja. Das klingt toll. Ja, das klingt voll. Das ist die nächste Version vom Bodymod eigentlich. Absolut, ja. Du bist ja auch zum Beispiel, also abseits von deinen Tätigkeiten auch als Ink Manufacturer auch im BVT zum Beispiel tätig, ne? Was, also im Bundesverband Tattoo. Wie ist da dein Aufgabenfeld? Bist du so technischer Sachverständiger oder? Ja, ist eigentlich so, dass ich in fast jeder Bumsbude aktiv bin. Das ist quasi immer so eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Beirat. Ja, also wenn es eine technische Frage zu Tätowierfarben gibt, eine generelle Frage zu Tätowiermitteln an sich oder halt eben Beantwortungen von wissenschaftlichen Arbeiten oder wissenschaftlich angehauchte Arbeiten, dann kommt man halt auf mich zu. Ich habe also kein eigenes Tätigkeitsfeld, sondern tatsächlich kommt man immer in Fragen zu Tätowiermitteln einfach auf mich zu. Und die versuche ich dann so gut wie es geht zu beantworten. Oder damals halt eben hat der BVT mich, aber auch schon der DOT, in Sachen EU-Kommission, Technical Working Group, einfach mal dahin geschickt. Ne, um da einfach mal ein bisschen das Schild hochzuhalten. Und damals waren keine Tätowierer eingeladen, also auch noch die Tätowierer zu finden. Vor kurzem, sage ich jetzt einfach mal, also bevor die ganze Corona-Geschichte da angefangen hat, war ja ganz groß überall zu sehen, dass sich ganz Tätowierer oder jeder quasi, der sich mit Tätowierungen irgendwie beschäftigt, quasi für den Erhalt von von Tattoo-Farben stark gemacht hat. Wenn man jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, hat man das ganze Thema ein bisschen oberflächlich nur mitbekommen. Um was ging es denn da genau? Ich gehe mal davon aus, dass du da mehr Ahnung hast, um was es da eigentlich ging. Was sollte da verboten werden? Und was hätte dieses Verbot tatsächlich für eine Auswirkung gehabt auf die ganze Industrie? Also ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Das wäre das Ende der Industrie. Das ist kurz. Das ist wirklich kurz. Ich kann es ganz einfach eigentlich mal erklären. Aus populistischer Sicht heraus oder aus einer polemischen Präsentation heraus wurde jetzt bei der letzten Petition Tattoo-Farben retten, ja, nur zwei Punkte aufgegriffen, das Grün und das Blau, ja, dass diese verboten sind und dass dadurch zwei Drittel der Farben verschwinden. Vor allem nicht nur verboten werden, sondern auch schon verboten sind.
Betonung, ne? Ja, das muss ich natürlich weiter auf. Weißt du, das Problem ist, das kann man jetzt in der Kürze der Würze gar nicht fassen. Nee, das ist mein Spezialgebiet. Ja, wir haben halt unendlich viel Zeit. Das ist dein Ding, ja? Jetzt geht's richtig ab. Voll mein Ding. Ja, man sieht auch schon Zornesröte, ja, steigt schon Zornesröte auf quasi. Das ist, geil. Das ist voller Hass, weil... Einlaufmusik. Ich weiß quasi, dass eigentlich seit der Einführung der deutschen Tätowiermittelverordnung ist das Blaupigment faktisch verboten. Punkt um. Es wurde auch das Grünpigment verboten, es wurde auch Magenta und Violett verboten. Jetzt war man in der Lage, ein alternatives Grün zu finden, ein alternatives Magenta, ein alternatives Violett. Nur zu Blau kurz einhaken? Direkt keine Alternative. Bitte? Kann ich kurz einhaken? Nur weil, jetzt war das verboten von Anfang an, wie du schon gesagt hast. Nur kurz, warum? Kann man das kurz sagen? Boah, das ist so schwer zu erklären. Ich kann das schon versuchen zu erklären. Das Problem ist einfach, man hat sich sehr leicht gemacht. Man hat die eine nicht vorhandene, also erstmal hat man jahrelang gestritten, ob Tätowierfarben Kosmetika sind oder Medizinprodukte. Ja? Ja. Für Medizinprodukte, Gott sei Dank, hat es nicht gereicht, weil auch wenn sie in die Haut implantiert werden, heilt es keine Leiden. Somit ist es kein Medizinprodukt. Und Kosmetik ist es leider auch nicht, weil Kosmetika sind auf der Haut für das temporäre Ändern des Aussehens. Ja. Okay. Und somit hat man gesagt, alles klar, es sind Tätowiermittel, es wird eine Tätowiermittelverordnung geben. Nur hat man sich das insofern leicht gemacht, man hat die Stoffe nicht untersucht oder so, sondern man hat einfach aus der Kosmetikverordnung heraus, ja, das ist mein didaktischer Meinungsverstärker, aus der Kosmetikverordnung heraus hat man einfach mal die Positivliste und die Negativliste genommen. Und schwuppdiwupps waren in der Positivliste als auch in der Negativliste diese Pigmente, die wir als Tätowiermittel verwenden, ja, schon mal erfasst. Und das hat man gesagt, die Pigmente in der Kosmetik hat man eingeteilt mit einem Anwendungsbereich 1, also in der kompletten Kosmetik inklusive Schleimhaut des Auges anzuwenden, wie Eyeliner und so ein Zeug. Ne? Mhm. Und es geht dann immer so weiter, wird immer schlechter, 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 bis zur Kategorie 4 für kurzzeitigen Kontakt, also nur für Handseifen. Die Forderung für die Kosmetik, für die Tätowiermittelverordnung war, wir nehmen die Pigmente aus der Kosmetikverordnung und zwar nur die, die einen 1er Anwendungsbereich haben, weil die Schleimhaut des Auges, also man hat versucht, plausibel zu erklären, zum Schutze des Verbrauchers, wenn etwas für Schleimhaut des Auges in Ordnung ist, dann kann es für Tätowieren nur in Ordnung sein und umgekehrt halt eben nicht. Wenn es nicht diese Kategorie einhalten kann, dann kann es für alles andere gar nicht sicher sein. Ja? Zack, peng. Demnach wäre das Blaupigment ja in Ordnung. Nur hat die Tätowiermittelverordnung einen Link zur allgemeinen Verbotsliste, also zur Liste der allgemein verbotenen Stoffe in Kosmetika. Und da taucht dieses Blau plötzlich wieder auf als verboten für die Anwendung in Haarfärbemittel. Mhm. Somit, auch wenn nur steht für Haarfärbemittel, ist das faktisch, weil es in dieser Anlage auftaucht, verboten. Ja, peng, es überschreitet also ziemlich alles. Ne? Und deswegen wie oft wolltest du da bewaffnet schon hin und sagen einfach, Freunde, was zum Teufel habt ihr da gemacht? Naja, habe ich ja versucht, schon seit 2009, versuche ich eigentlich da die ganze Zeit Leute abzuknallen, dagegen vorzugehen und Leute halt anzuscheißen. Ja, hauptsächlich anscheißen, weil ich war ja eigentlich damals noch nicht organisiert und war ja eigentlich so ziemlich absolut weniger als wie niemand. Und habe dann auch also in Berlin angerufen, die haben mir gleich gesagt, wer ich denn überhaupt bin, weil ich bin kein Verbandsmitglied. Ne, Punkt um. Also habe ich überhaupt gar nichts zu melden. Und man habe einzelne Verbände in der Kosmetik und so angerufen und gefragt im Statement und keiner hat gestatet. Ne, das war schon mal das erste Problem bei der ganzen Sache. Dann habe ich halt versucht, mobil zu machen. Und das Thema ist halt einfach so, für viele Leute ist es einfach so fern und so abstrakt, dass sie einfach nicht daran glauben. Und damals war halt einfach auch die Tatsache, dass man gesagt hat, man mische sich nicht allzu arg in solche politischen Sachen ein, weil man wolle ja keine schlafenden Hunde wecken. Ja, das Problem war, die waren ja schon alle längst wach und die waren alle hungrig. Ne? Und wenn man die nicht ordentlich füttert, dann fressen sie halt den Falschen. Das ist halt einfach so. Ja, und das ist die Tatsache, dass ja jetzt wir gerade dran sind als Futter. Punkt um. Ja, das ist die große, große Misere.
Ja, und dieser neue Schnickschnack, man geht natürlich, wie gesagt, nur darauf ein, auf Blau und auf Grün, ja, obwohl das schon lange verboten ist. Mhm. Man geht aber auch nur darauf ein, weil alles andere wäre einfach zu tief in die Materie. Tatsächlich betrifft es auch das Weißpigment, es betrifft auch Farbruß und es betrifft ja nicht nur die Pigmente, es betrifft auch die Zusammensetzung der Farbe selber, also sprich alles, was nur ein bisschen hautreizend ist. Und wir alle wissen, dass der Ethanol oder der Isoprop, also die einfachen Alkohole, die man zum Desinfizieren nimmt, reizend sind, ja, diese wären dann auch verboten. Ja, also irgendwann würde eine Tätowierware nur aus Liebe und Luft bestehen. Das aber ist einfach mal abseits vom Tätowierbusiness, das sind ja auch Sachen, die funktionieren ja dann einfach nicht, weil wenn dieser Alkohol dann verboten ist, ist das denn, ich meine, klar, wir sind eine Nische, aber ist es nicht so, dass du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ja, wir verbieten euch jetzt einfach mal, fertig, zack, und ihr habt Pech gehabt, so. Das ist ja wie, wenn wir jetzt sagen können, wir verbieten von heute auf morgen Autos mit fossilen Brennstoffen, dann stehen alle da und sagen, ja, und jetzt, was machen wir jetzt, so? Im Prinzip siehst du den, ja, VW, den VW-Chef rausspazieren und den Schlüssel so hinter sich werfen? Der VW, ich kann dir sagen, was der VW-Chef macht. Der VW-Chef macht nämlich Folgendes. Der greift dann in seine Schublade, holt die Glock 17 raus, die er da drin hat, lädt die durch und sagt, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich nach Berlin. Jetzt haben sie es geschafft. Spaß beiseite. Das Thema ist halt so, eine Automobilindustrie oder alle anderen wirklichen Industrien haben auch sowas wie Interessensvertretungen. Ja, absolut. Wir müssen einfach mal bedenken, woher Tattoo denn gekommen ist. Ja, und wohin jetzt, wie weit jetzt Tattoo schon gekommen ist. Wir sind jetzt noch absolut in den Kinderschuhen. Und hätte man damals kein Konkurrenzdenken gehabt, kein so intensives Konkurrenzdenken, weil jetzt ist es ja deutlicher, jetzt hat man langsam ein gemeinsames Ziel, das Retten unserer Arbeit. Ja, das hatte man ja vor einem Jahrzehnt und ein paar Jahrzehnte früher ja überhaupt gar nicht gehabt. Da hat ja damals noch jeder sein eigenes Ding gemacht und hast du eine Butze 500 Meter weiter aufgemacht, dann ist sie meistens abgebrannt oder halt eben Schaufensterplan oder weiß der Geier was. Also das ist komisch, ne, diese Zufälle, die es gab da. Ja, voll. Und von Peace, Love Unfälle und passieren jeden Tag. Ja, weißt du, Peace, Love und Interessens-Unity gab es halt noch nicht. Ja, das ist halt einfach so. Und das ist halt einfach die Tatsache, da hat man halt früher Hunde, Katzen und alte Matratzen vertätowiert. Ja, das ist so ähnlich wie mit der jungen Bierbrauer-Szene, bevor das eine fette Industrie geworden ist und man eben noch Hunde, Katzen und alte Matratzen verbraut hat. Ja, hat man sich dann darauf geeinigt, dass das nicht so geil ist und man hat ein Reinheitsgebot gemacht. Und das Gleiche passiert ja jetzt gerade mit Tätowiermitteln. Und dadurch, Berlin aber, hat man es aber wieder abgelassen davon und besinnt sich wieder auf seine Anfänge und verbraut alte Katzen und alte Matratzen. Aber egal, das war dumm. In Belgien macht man das schon die ganze Zeit. Aber gut. Die Tatsache ist halt einfach gut. Man hat ja immer schön die Bälle flach gehalten und nicht auf sich aufmerksam gemacht, damit man unterm Radar durchläuft. Ja, das war ja immer so die lange Angelegenheit quasi oder das lange Behaving. Ja, hätte man auch ruhig dabei bleiben können, wäre auch alles nicht so schlimm gewesen, wenn man nicht gemerkt hätte, dass seit der Techno-Szene quasi Tattoos modern werden und immer populärer werden und die ersten Tattoo-Sendungen kommen und so weiter und so fort, die für uns alle ja quasi das goldene Zeitalter losgebrochen haben, aber logischerweise uns auch auf den Bildschirm der Behörden gebracht hat. Und da hat man halt nun mal festgestellt, dass tatsächlich jede Menge zweckentfremdeter Scheiß in einer Tätowierfarbe drin ist. Punktum. Das war halt einfach so das Thema. Was war denn da zum Beispiel drin, wenn du jetzt sagst, so zweckentfremdeter Scheiß? Was muss man sich vorstellen? Was hat man denn jetzt, sagen wir mal, so vor 10 Jahren oder so, was haben sich die Leute denn da reingeballert? Also ich kenne die Beispiele, dass man tatsächlich irgendwie Pelikan-Tinte benutzt oder welche sich irgendwie Farbe mit Asche anrühren. Oder sonst irgendwas, ne? Also verschiedene Sachen einfach. Naja, im Prinzip musst du dir das Ganze ja mal so vorstellen. So ähnlich wie Bayern entstanden ist durch fußkranke Römer, ja, so ist ja quasi auch Den kann ich nicht bringen. Bei mir klingelt es gerade. Ich bin gespannt. Erzähl es trotzdem. Ja, warte mal. Also so ähnlich wie das entstanden ist, so ist ja auch quasi die Tätowiermittelindustrie entstanden. Also Tätowierer, die einfach mal durch Trial and Error quasi festgestellt haben, dass man Produkt XYZ tätowieren kann, ohne dass Arm und Beine abfallen. Ja? Das hat man auch zur Perfektion getrieben.
ist auch soweit ganz gut. Ja, die lassen sich super gut tätowieren, bleiben auch weitestgehend stehen und machen keinen oberflächlichen, offensichtlichen Schaden. Ja, demnach, durch das empirische Rantesten, durch Trial and Error, hat man eigentlich, was Anwendungstechnik angeht, sehr, sehr gute Farben hergestellt. Man merkt aber auch, dass es Trial and Error ist, ja, dass da keine Entwicklung wirklich dahinter ist, sondern nur der Misuse von bestehenden Produkten, weil es gibt genug Farbtöne wie Gelb und Rot von bekannten Marken, die einfach nach ein paar Jahren verschwunden sind. Ja, es ist einfach so. Und hat man sich nie Gedanken gemacht, hat man einfach so hingenommen und fertig. Und ja, im Prinzip, ich will jetzt einfach, also du kannst dir vorstellen, alles, was Farbe und was Pigmente ist, hat man schon zweckentfremdet. Es gibt sogar Leute, die haben schon gemeint, rote Beete zu vertätowieren und sind dann drauf gekommen, dass rote Beete ein Farbstoff ist und man sich eigentlich nichts anderes als wie ein Schmerz antut, weil der Farbstoff gleich weggelaufen ist. Ja, also, so, das ist das Einzige, was ich jetzt mal so als zweckentfremdes Beispiel nenne. Ja, den Rest kann man sich denken, gibt es alles mit. Ja. Tja, da will man eigentlich, ich meine, als Kunde geht man ja quasi davon aus, dass wenn man sich tätowieren lässt, dass das verwendete Material quasi möglichst unbedenklich ist. Ist crazy. Geht man davon wirklich aus oder geht man einfach nur hin und denkt sich, boah, bam, Alter, ich will einfach verwegen und geil ausschauen und lass mich einfach mal ordentlich durch tätowieren und ist schon alles cool. Da kann ich zu sagen, man ist zu seinem Tätowierer gegangen, hat sich darüber als Laie überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil man sich nämlich dachte, alles klar, das ist ein Studio, die werden schon wissen, was sie machen. Wir sind hier in Deutschland nicht gewöhnt, dass Leute kein Studio haben, die nicht wissen, was sie machen, weil das einfach sonst totreguliert ist. Das Witzige ist, also, ja, in Deutschland, solange der Tätowierer dafür, nicht mit der Kelle, die Tinte mit der Kelle aus einem Holztopf nimmt, so. Selbst wenn, weißt du, und das ist ja in Deutschland gerade so ein Problem. Eben viele Leute sagen, ja, hier Piratentum und was auch immer und wir bleiben im Untergrund, aber das ist ja eigentlich ein Problem, weil es ist zu groß dafür geworden und es ist einfach so, dass man da eine vernünftige Lobbyvertretung braucht sicherlich und wenn alle mitziehen würden, hätten wir ja auch ein bisschen was zu sagen, weil es gibt ja schon viele von uns, sage ich mal, dafür. Und um nochmal auf das Thema Farbe zurückzukommen, ich weiß auf jeden Fall, dass viel, was ich habe, Talens halt ist, Tusche, weil man halt weiß, das war das Credo, Talens Beste. Aber man hat sich, ich glaube, das Problem ist einfach mit diesen Farben gewesen und mit der Tinte, das hat man, oder mit der Tusche, das hat man früher gemacht, das funktioniert, das ist schwarz, das sieht krass aus, wenn es abgeheilt ist. Und weil man keinen direkten negativen Effekt davon hat, weil man eben nicht sieht, was passiert über die Jahre, hat man es, glaube ich, einfach genommen, weil man dann halt sagen kann, ja, mein Gott, wenn der mit 40 Krebs hat oder so, hätte ja auch von irgendwas anderem kommen können. Du hast keinen direkten negativen angenommen. Was weiß ich, Adrian beleidigt mich, ich klatsche Adrian eine. So, dann hat er direkt negatives Feedback gekriegt dafür. Oder umgekehrt, weißt du? So. Und so, das fehlt ja dann mit der Farbe. Das heißt, du probierst das aus, es funktioniert, Patient lebt noch, Patient fühlt noch alles und es wird auch nicht grün oder blau, es sei denn, man nimmt die Farbe. So, oder es verschwindet dann, weißt du, so stelle ich mir das halt vor. Und das ist, du kannst es dir auch anders vorstellen. Du hast Adrian geklatscht. Er hat es nicht gemerkt. Ja, also hat er keinen direkten Feedback quasi und nach einem Monat wacht er jede Nacht schweißgebadet auf und träumt von einer dicken, fetten Klatsche. Also hat er einen Schaden davon getragen und weiß nicht, woher es kommt. Ja? Oder ich habe jemanden... Oder ich hab Adrian eine geklatscht, aber nicht selber, sondern ich habe jemanden dafür bezahlt, der einmal um die Welt läuft und wenn er wieder da ist, ohne dass Adrian das weiß, und wenn er wieder da ist, zack! Kriegt er eine. So, aber egal. Das war, wir wollen ja hier vernünftige Informationen weiterleiten. Naja, gut, okay. Also ich meine, wir plaudern ja schon massiv aus dem Nähkästchen, aber ich denke aber auch auf der anderen Seite gibt es gar nichts mehr, was man aus dem Nähkästchen plaudern kann. Tatsächlich ist es so, und das weiß ein ziemlich jeder, es gibt sogar verdammte DVDs von Künstlern, die Pelikan propagieren. Ja, es gab die zwei großen Lager, es gab Pelikan und es gab Talents. Das sind die zwei großen Lager. Und aus einer früheren Zeit hat man sogar noch Rotring dazu genommen. Es gab sogar noch in den Supplies die Schnellkochtöpfe zum Einkochen der verdammten Pelikan-Zeichentusche. Ah, also wir wissen, woher der ganze Scheiß kommt. Das ist halt anders. Inwiefern ist dieser Stoff, der da drin ist, was man da benutzt hat, denn bedenklich?
Naja, im Prinzip kann ich dir schon Folgendes sagen. Auf Talens geht drauf, da ist Phenol enthalten, deswegen nicht zum Tätowieren geeignet. Ja, jetzt ist es so, es gibt in der Trinkwasserverordnung einen Grenzwert für Phenol, der relativ niedrig ist. Und das, was man in der Tätowierfarbe gefunden hat, also man nimmt an, man hat Talens abgefüllt, war ums 100-fache über dieses Limit drüber. Jetzt wirst du Phenol nicht gleich merken, wirst auch generell so nicht merken, nur Phenol greift ganz stark die Nieren an. Ja, Punkt um. Dann ist auch, man hat sich auch wirklich nie Gedanken gemacht über Ruß. Ruß entsteht durch die unvollständige Verbrennung von allem Möglichen. Ja, also ich zitiere mal hier den Dr. Wolfgang Bäumler, den jeder hier als Hardliner des Anti-Tattoos sieht. Der ist es aber nicht. Er ist eigentlich ziemlich cool, die Type. Der wird immer falsch zitiert und da sagen die immer, zum Herstellen von Ruß nimmt man alte Autoreifen, Fäkalien und Tierknochen. Ja, also tatsächlich kannst du alles verbrennen, was du willst. Die rußende Flamme ist quasi dein Rohstoff. Jetzt ist aber der Sachverhalt so, dass durch die unvollständige Verbrennung auch eben krebserregende sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen, die sogenannten PACs. Ja, und diese PACs polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das kriegt ja nicht hin. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Auch die sind super krebserregend. Jetzt ist es aber so, vergleich mal das mal mit einer Zigarette. Ich hasse es eigentlich, so ein Totschläger-Argument zu nehmen, aber tatsächlich ist es so, was ist jetzt kritischer, wenn du Raucher bist oder wenn du dich einmal tätowieren lässt? Ja, dann würde ich sagen, beim einmal tätowieren hast du einen hohen Peak, also einen hohen Ausschlag an diesen PAKs. Der baut sich täglich ab und geht wieder runter. Beim Rauchen, wenn du deinen Nikotinspiegel aufrechterhalten willst, ja, hast du immer einen gleichbleibenden Level von PAKs. Du bist also die ganze Zeit mit PAKs konfrontiert. Jetzt könnte man dieses Argument bringen, halt hier eben als rauchender Tätowierter. Tatsache ist es so, dass viele, also man kann es rein ethisch, moralisch nicht bringen. Ja, wissentlich jemanden was in die Haut zu ballern, wo man weiß, dass Phenol drin ist und PAKs. Ja, weil der Kunde kommt ja zu dir im besten Vertrauen, ne, und lässt sich tätowieren. Den und Fehler denkt, machen da, tatsächlich viele. Ja, das ist schon klar. Aber es ist einfach wirklich nur ein ethisch-moralischer Aspekt. Fertig. Was das Ganze angeht. Übrigens, mein Rücken ist auch voll mit Pelikan, ohne Ende. Ja. Und bestimmt habe ich auch könnte praktisch, man könnte praktisch sagen, wenn man da steht als tätowierter Raucher, und dann fragt nach seinem Äußeren und seiner Lebensweise gefragt wird, könnte man auch sagen, ich bin das personifizierte Rennen, was mich zuerst umbringt, das Nikotin oder das Phenol? Eins könnte man beiden. Tatsächlich sagen, aber gut, im Prinzip, das ist ja eigentlich relativ bums. Du hast jetzt Nikotin genannt, ich muss dich natürlich nerdisch korrigieren, PAKs in dem Fall. Nikotin wäre ja jetzt wieder eine andere Angelegenheit eben, aber tatsächlich geht es ja... Warte, also PAKs waren, ganz kurze Frage, waren... Adrian, hast du es gelernt? Nee, ich weiß nur noch aromatische Kohlenstoffe. Was? Ja, sogar fast richtig. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe. Genau. Das heißt, jetzt die letzten Silben immer noch so was, habe ich auch gesagt. Stoffe, ich habe nur Stoff gehört. Stoff. Wie bei Homer Simpson hängen bleibt in Berliner Gehirn nur Stoff. Jawohl. Stoff. Habe ich vorhin erst gehört, Huma, nimm dir ein Bier und dann geh ins Bett. Uhu, Bier, Bett. Es ist aber auf jeden Fall eigentlich, wie siehst du denn die Entwicklung davon, dass das jetzt, sage ich mal, immer mehr, und das kann man ja schon so sagen, professionalisiert wird. Manche sagen halt, es ist so ein großer Sellout, es gibt eine Industrie jetzt und denken halt, dass es halt so ein bisschen so ist, wie halt noch vor 20 Jahren, dass das halt so eine Hinterhofgeschichte ist. Ein paar Tätowierer bauen auch Maschinen zusammen in ihrem Hinterhof, verticken die so oder verkaufen die. Es gibt nur ganz wenig Quellen, aber es ist ja, die richtige Realität sieht ja anders aus. Und eigentlich ist ja diese Professionalisierung auch zu einem großen Teil, kommt ja uns allen zugute da drin, weil so entsteht erstmal also Forschung und so entsteht natürlich auch Entwicklung da drin. Geil, also ich reiß mich gerade massiv zusammen. Tatsächlich ist es für mich der größte Abfuck, den es überhaupt gibt. Ich bin tatsächlich ein Peter Lustig der Tattoo-Industrie. Ich finde, es ist ein Wunder, dass ich darin überhaupt noch arbeite. Tatsächlich ist das Ding jetzt einfach so, dass ich
Ich liebte meinen Job massiv. Ich liebe meinen Job eigentlich immer noch. Aber tatsächlich geht mir das einfach nicht in den Kopf, dass die Leute den Knall noch nicht gehört haben und wir keine Szene mehr sind. Ja, wir sind schon längst eine Multi-fucking-Milliarden-Dollar-Industrie mit Joint-Venture-Anlegern quasi, mit großen Investoren aus der Nicht-Tattoo-Industrie und diese ganzen falschen Götter der Tätowiermittelhersteller sind eigentlich nichts anderes als wie Geldsäcke, Punkt um. Und streuen so ähnlich wie QAnon quasi und diese ganzen Verschwörungstheorien die gleiche Scheiße einfach rum, um die Leute auf ihrer Seite zu halten. Ja, also keine Farbe, eine Farbe, die kein Azurpigment enthält, kann keine Farbe sein. So ein Zeug zum Beispiel. Ja? Oder die EU ist abartig böse und will uns zu Tode regulieren. Ja, scheiße, sie wollte uns doch niemals zu Tode regulieren. Die ganze Kacke, die da entstanden ist, einfach nur durch fehlende Mitarbeit, ja, und durch bewusste Streuung von falschen Informationen und so weiter und so fort. Deswegen sind wir da angekommen, wo wir sind. Warum können wir uns selber nicht retten? Ja, sorry, aber wenn wir so wie wir jetzt Geld verdient haben, Geld verdienen, dann wird unser Social Economic Impact halt gegen Null einfach sein. Ja, quasi haben wir, ich zitiere hier eine mir sehr liebe Person, wir haben die ökonomische Power eines einzelnen Mittelstandsunternehmens. Ja, sowas kann man zu Tode regulieren, weil passiert ja nichts. Da haben wir ja keinen wirtschaftlichen Schaden. In Wirklichkeit aber sind wir, wie gesagt, ein Multimilliarden-Dollar Dingens im Jahr, was wirklich so klein eingeschätzt worden ist. Und deswegen kann man über uns herregulieren, wie man möchte. Woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass wir eigentlich offiziell aussehen wie eine mittelständische Firma und aber eigentlich viel mehr sind? Oh, da habe ich eine Theorie. Willst du das wirklich, dass ich mich zum absoluten unbeliebten Ungustel mache? Ja, da habe ich eine Theorie. Die Sache ist ja, dass... wie sagt man das denn? Ich glaube, dass doch der ein oder andere Euro nicht dahin geht, wo der hingehen sollte. Weil wenn denn nämlich alles offiziell... Sagen wir mal, es würde einfach alles offiziell laufen, würde man erst mal sehen... was da so über den Ladentisch geht eigentlich. Aber es macht ja wahrscheinlich keiner. Im also am Ganzen. Ende, nur weil du den Finger in die Wunde hältst, finde ich es nicht, also ich finde, don't kill the messenger, ja, das, was du sagst, ist ja nicht nur deine persönliche Meinung, sondern auch einfach die Darstellung von Fakten. Und ja. Machen wir uns nichts vor, am Ende ist es doch so, selbst wenn die Sachen verboten werden, werden sie trotzdem benutzt, weil die Leute dann einfach sagen, ja, dann gehe ich in den Untergrund, durfte ich früher auch nicht, dann mache ich das jetzt halt auch so. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe keinen Bock darauf zu leben, also so zu leben, obwohl es eigentlich einfacher wäre, müsste ich keine Steuern bezahlen, ja, Tattoo stechen, alles klar, Tagestermin, jawohl, ne? Brutto gleich netto, gib ihm. Aber ich habe halt keinen Bock darauf. Ich will das, was ich mache, dass das anerkannt wird. Ich möchte, dass das Gehör findet und ich möchte, dass das entsprechend auch reguliert wird. Und nicht zuletzt wegen den Kunden. Wie willst du das machen? Du kannst diese Industrie, diese Forschung, Entwicklung, kannst du nicht aufrechterhalten, wenn du es halt illegal machst. Und da gehört eine gewisse Mitarbeit zu. Das ist auch eine Sache, was ich halt nicht verstehe bei vielen Leuten. Die sagen dann halt, ja, das ist alles scheiße, was die machen wollen. So, und dann aber kommen die halt hin und dann sagst du, ja, aber du hast doch die Möglichkeit. Und im Gegensatz zu anderen Branchen, sage ich mal, ist es bei uns doch so, dass wir alle relativ... Ich kann nicht anschreiben. Du hast mich angeschrieben. So, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr. So, weißt du, es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss deiner Sekretärin schreiben, um einen Termin mit dir zu kriegen, dass du sagst, ja, pass mal auf, du kleiner Spacko. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr, 20 Minuten deinen Geseier anzuhören. So, deswegen halt einfach dein Maul. So, sondern man ist doch, man kann sich doch eigentlich organisieren. Und das ist eben das, was mich halt an dieser ganzen Szene auch massiv stört, ist, dass es einfach nicht fürs große Ganze ist. Es ist auch in Ordnung, dass viele Leute das Ganze halt nehmen, um Geld damit zu verdienen, weil wir wollen alle nur das Beste für uns. Ja, das ist halt auch so. Da sei auch, also ich finde, da ist auch im Großen und Ganzen nichts Verwerfliches dran, aber es ist halt eben diese Vereinsmeierei, dass man einfach sagt, ja, aber die sind scheiße, weil die benutzen vielleicht Tattoo-Equipment, was wir nicht gut finden, wir kommen aber aus einer anderen Zeit und die schätzen alle die Values nicht, die wir früher hatten, was ja auch alle über einen Kamm geschoren ist, was man auch nicht sagen kann, sondern anstatt, dass man sagt, ey, Freunde, wir müssen jetzt alle einfach mal an einem Strang ziehen und das fand ich bei der letzten Petition eigentlich gut, dass das überregional, sage ich mal,
funktioniert hat, dass alle gesagt haben, jo, wir jetzt alle für die gute Sache, wir können uns zwar vielleicht im Detail nicht leiden so, aber wir kämpfen hier gerade alle für dasselbe. Ja, weil das den Leuten der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Da wurde den Leuten erstmal klar, wie nah die denn am Abgrund stehen. Und dann wurden eventuell auch Grenzen überschritten oder Hürden außer Acht gelassen, die sonst immer da waren, auch wenn es eine persönliche ist. Aber es wurde ja quasi den Leuten nahegelegt, so, Alter, pass auf, wenn ihr jetzt nicht zusammenhaltet und was macht so und einfach nur diese Scheiße unterschreibt oder so, dann geht ihr alle krachen. So, also, das ist Corona ein Scheißdreck, Mann. Da macht ihr einfach alle das, was ihr vorher gemacht habt. Die Hälfte davon macht gar nichts. So, genau, die Hälfte davon macht gar nichts. Die andere Hälfte geht zurück an Bau oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? So, dann ist so, ja, dann versucht doch mit euren bunten Bildern so Kohle zu verdienen. Aber das wird nichts, weißt du? Jungs, habe ich euch jemals gesagt, dass ich an ADHS extremst schwerst leide und alles, was mehr als wie Hauptsätze und mehr als wie 30 Sekunden sind, kann ich nicht mehr folgen. Nicht schlimm. Ich konnte mir schon das nicht merken, was du vorhin gesagt hast. Ich bin immer noch bei Stoff. Ja, genau. Ich wollte dich jetzt echt nicht arg unterbrechen und so weiter halt, aber ich habe da ein paar Sachen, die muss ich mir von der Seele reden, tatsächlich, ja. Yes. Weil das Prinzip ist einfach, dass man, wenn man irgendwas Gutes tut, also wenn man sich eingesteht, dass es keine Szene mehr ist, sondern eine Industrie ist und man will eigentlich was Gutes bewegen, wird man immer mit Anfeindungen konfrontiert. Das ist halt einfach so, weil dann heißt es nämlich immer, dieser Ungustel hier will das Ganze in seine zu seinen Vorteilen bewegen. Ja, da geht das schon mal los. Man hat mir irgendwann mal, also ich habe damals aufmerksam gemacht, dass das Blaupigment faktisch schon längst verboten worden ist. Und man hat mir irgendwann mal an den Kopf geschmissen, dass ich verantwortlich sei, dass dieses verfickte Pigment verboten wurde. Jetzt an euch Spacken da draußen, die das jemals gesagt haben, hätte ich diese Macht überhaupt, würde ich mich mit euch Idioten überhaupt gar nicht abgeben. Und so läuft es eigentlich mit allen. Ja, ich muss jetzt sagen, in den ganzen Jahren gab es nur eine einzige Person, die jemals es geschafft hat, uns alle zu vereinen. Das war nun mal der Herr Jörn Elsenbruch. Und einige wissen, ich war mit dem Herrn echt spinnefeind früher. Ja? Und ich ziehe vor dem Kerl absolut meinen Hut. Es ist fantastisch, was er da geschafft hat. Ganz einfach. Ja, er hat die Leute zusammengebracht, hat eine fette Petition auf die Kette bekommen und hat für uns aus der Industrie Gehör verschafft. Das ist schon mal eine ziemlich geile Nummer im Prinzip. Ja. Das ist es denen. Und das meiste, was ich eigentlich jetzt wirklich sagen wollte, habe ich vergessen, wird mir aber bestimmt wieder einfallen. Ja. Schön. Ja, ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen das Problem, diese ganze Geschichte. Es gibt jetzt, da habe ich mich vorhin noch mit Ollo drüber unterhalten, es gibt ja diese neue DIN-Norm jetzt, ne, die rausgekommen ist für Tätowierstudios. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe sie gekauft, ich habe sie aber noch nicht gelesen und mir wurde schon zugetragen, dass... Warum fragst du mich denn nicht? Gib ich dir auch so. Das war ja, dieser... Du lachst, aber frag mich schon. In den Shownotes von diesem Podcast hier findet ihr übrigens den Kazaa-Torrent dafür, wo ja, ihr das für also, uns runterladen könnt. Hä? Also so. Da wir jetzt gelernt haben, dass wir hier, hallo, gib ich dir so, man, scheiß drauf, einer kauft und dann verteilen wir unter der Hand. Ja, weißt du, wie das Business das läuft? Wir und so weiter. Ja, du weißt. Mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, ja. Es ist, sorry jetzt für diesen kleinen Exkurs jetzt in meine Gedankenwelt. Nee, ist gut. Aber prinzipiell hatten wir das schon mal auch drüber gehabt, dass jetzt polemische Ansagen kommen wie, fuck, wir sind Piraten gewesen, wir werden wieder Piraten werden, wir gehen in den scheiß Untergrund. Ja? Vielleicht haben die Leute wieder den Knall nicht gehört und haben gemerkt, seit dem Anbruch dieser goldenen dieses goldenen Zeitalters, wo wir alle viel Geld verdienen irgendwo und auf den Social-Media-Plattformen uns bewegen, hat sich von diesen Leuten, die diese Ansage, wir gehen in den Untergrund, ganz laut skandieren, sich noch nicht ein einziger an Gedanken gemacht, dass man im Keller kaum Empfang fürs Handy hat und somit kaum in Instagram und die anderen Social Medias reinkommen kann. Es wird also ganz, ziemlich schwer werden, Kunden zu bekommen. Ganz dünnes Eis, Alter. Und das nächste ist halt auch die Tatsache, was ist, wenn durch die ganzen Negativmedien die Kunden noch unruhiger werden und du hast dann so einen Schwarzkunden am Start und bist da gerade am Rumfuschen. Und der Kunde reagiert hammerheftig. Musst du ja eigentlich ihn gleich, nachdem du erfahren hast, dass er reagiert, ihn erschlagen und den Salzsäurefassel auflösen.
Ja, weil sonst hast du Probleme. Ja, also irgendwie ist das Ganze nicht wirklich weit gedacht worden. Ne? Mhm. Das ist nicht die Lösung zu schreien, dass man in den Untergrund geht, weil so einfach und so romantisch ist der Untergrund nicht. Nee, am Ende ist es ja so, wir sind doch jetzt alle hier und wir haben alle das Privileg, damit mit dem, was wir geil finden, Geld zu verdienen. Und ich finde nicht, dass man da wieder einen Schritt zurück oder generell im Leben einen Schritt zurückgehen sollte. So. Und wenn wir jetzt halt diese Macht haben, die wir in dem Sinne mal demonstriert haben, wie viele wir sind, dass man das auch sagen kann. Man kann halt sagen, alles klar, ist mir scheißegal, was ihr macht, ich mache das und das. Es steht ja auch jedem frei. Wir wollen ja jetzt hier auch, das, was wir ja jetzt hier sagen, ist ja unsere persönliche Meinung dazu. So, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung dazu. Wir sind beide der Meinung, alles klar, wir haben keinen Bock auf die Scheiße. Wir würden das gerne so machen, dass es anerkannt ist, dass wir als normales Unternehmen in irgendeiner Form, Adrian ist voll unhöflich übrigens. Es klingelt bei mir an der Haustür die ganze Zeit und ich musste der Sache kurz auf den Grund gehen, weil ich, ist auch egal. Naja, ich habe hier auch noch ein bisschen Privatleben, okay, in der ganzen Arbeitsgeschichte. Also jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, aber wir sind uns ja alle einig, dass wir keinen Bock mehr haben auf die Scheiße, sondern dass wir halt anerkannt werden wollen. So gerade jetzt in Deutschland ist es ja auch dann gut, dass man sich irgendwann mal hinsetzt und sagt, man macht eine vernünftige Ausbildung dafür, weil wenn ich schon Steuern zahlen darf und IHK und die ganze Geschichte, dann möchte ich aber auch, dass es da ein Reglementierungsverfahren gibt dazu, wer zugelassen wird und wer nicht. Ist einfach in meinem Sinne, ich verstehe mich als, ich probiere mein Business so professionell wie möglich zu machen. Das gilt auch mit der Wahl der Tätowiermittel und so weiter und so fort. Und das heißt halt, für mich ist dieser Schritt keine Option. Der feine Herr. Mal, was wieder für ein inkompetenter Einwurf. Ja. Nein, Scheiße, die der Junge labert. Ziemlich cool. Also tatsächlich ist es ja auch richtig so. Das Thema ist ja einfach so, schau mal, wir machen uns als Farbenhersteller wirklich die Mühe. Oder ich als ehemaliger Farbenhersteller habe mir die Mühe gemacht. Im Prinzip, es wird weiterhin so tätowiert werden. Keine Rede. Wenn wir verboten werden, gehen wir in den Untergrund. Weil zwangsläufig bleibt ja einem nichts anderes übrig. Ja? Ja. Für mich als Farbenhersteller kann es ja nichts, oder als ehemaliger Farbenhersteller kann es ja nichts Geileres geben, als wie das ihr alle in den Untergrund geht. Weil dann werde ich meine Farben als Künstlerfarben deklarieren, ja, oder als irgendwas deklarieren und ich bin fein aus dem Schneider. Weil ihr Affen werdet das Ganze missusen. Punktum. Für mich kein Risiko mehr. Bisher ist es ja so, dass wenn irgendwas passiert, erstmal nachgewiesen ihr muss. Ihr Affen. Irgendwas passiert ist, wie der Badesalzhersteller, weißt du? Ja? Wir hauen wie so Badesalzhersteller. Also es ist nicht für den menschlichen Konsum gedacht, aber wir wissen, dass ihr euch das auf jeden Fall reinzieht. So, weißt du? Deswegen gönnt euch, wir gucken mal, was geht. Exakt, und das ist das große Problem halt. Also keiner hat was davon. Und ich bin mir sicher, eines Tages werde ich wohl bestimmt wieder Farben machen und ziemlich geile Farben auch. Das Ego habe ich mittlerweile. Aber wie gesagt, es wäre schon cool. Es bringt unserer Industrie einfach nichts, wenn wir in den Untergrund gehen und rebellieren. Wir sollten nur gucken, dass wir halt irgendwie eine sinnvolle Regulierung bekommen. Und die DIN war eigentlich jetzt so der erste Schritt, uns in eine richtige Richtung zu bewegen. Auch wenn es mit den Farben jetzt selber nur einen Bruchteil zu tun hat, ja, ist das eigentlich der erste Schritt gewesen und ein absolutes Novum für einen Sektor oder für eine Branche quasi, etwas normiert und standardisiert zu haben. Das ist das. Ich habe da jetzt vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Bekannten von mir oder einem Kumpel von mir, der meinte, dass jetzt viele Tätowierer oder Studios aufschreien und sagen, und jetzt die DIN, jetzt können wir alle gar nicht mehr arbeiten, weil wir den Regularien ja gar nicht gerecht werden und bla bla bla. Und er meinte zu mir halt, dass die Leute halt sich den Scheiß anscheinend nicht richtig durchgelesen haben, weil dann halt auch so viele Sachen mit einhergehen, so wie irgendwelche Schulungen, Fortbildungen oder sonst irgendwie, die ja auch erstmal angeboten werden müssen. Das heißt, so, das ist jetzt quasi so eine Art Grundregel entstanden und jetzt arbeitet man daran, das so umzusetzen, dass es halt für alle greift. Ein Kolloquium. Ich würde eher sagen, ein Kataster an Informationen. Und tatsächlich ist es so. Es ist eine Norm. Ja? Es ist der Versuch eines Standards. Es ist kein Gesetz. Ja? Darum geht es. Es ist nicht zwingend notwendig, sich an die Norm zu halten. Nur will man rechtssicher schaffen im Falle einer Anzeige von einem Kunden oder sowas, ist das tipptopp, wenn ich mich an die Norm halte. Das ist alles. Ja? Und man muss sich das so vorstellen. Da sind jede Menge Abgesandte der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten miteinander am Tisch gehockt und haben quasi den geringsten gemeinsamen Nenner gesucht.
Ja, wie zum Beispiel, man darf in der Küche an einen sauberen Küchentisch tätowieren. Das ist der gemeinsame kleinste Standard, den man hat. Und so läuft der ganze Scheiß ab. Das ist es. Ja? Und wenn jetzt andere Leute hier sagen, boah, ich muss so und so viele Tacken für die Norm zahlen, dann beschwert euch beim Ausbeuter Verlag. Denn der Beut Verlag ist für die Normsache zuständig oder für die Kosten der Norm. Das gehört einfach dazu. Da hat kein Verband und keiner, der da mitgewirkt hat, auch nur einen Cent dran verdient. Ganz im Gegenteil. Aber ganz ehrlich, wir reden hier ja nicht über 1.000 Euro, sondern es sind 150 Euro, die das Ganze, glaube ich, kostet oder 120, wo man sagt, ja, mein Gott, weißt du, das habe ich in meinem Unternehmen sowieso, davon gehe ich Gras kaufen am Wochenende sonst, weißt du, so eine Geschichte halt. Was ich noch sagen wollte zu der Norm, ich kann mich selber nicht freisprechen davon, weil da Vorurteile zu haben in gewisser Form, weil es dann nämlich heißt, da habe ich mich vorhin noch mit jemandem drüber unterhalten, ja, sterile Farbkappen benutzen. Wo ich mir dann denke, ja, wenn das von den Leuten dann halt kommt, die zufälligerweise diese sterilen Farbkappen auch verkaufen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Aber dazu muss man auch sagen, erstmal ist das ja so, es gibt ja kein Monopol da drauf. Das heißt, das kann ich ja von überall beziehen. Und der Sinn davon ist, leuchtet mir ja auch ein. Das Problem ist, glaube ich, immer die Leute zu überzeugen, zu sagen, es hat früher auch anders funktioniert. Wir durften auch unsterile Farbkappen nehmen. Also wieso sollte ich jetzt sterile Farbkappen extra kaufen? Das sind zusätzliche Kosten für mich. Und es hat früher auch geklappt, also mache ich nicht so. Die Denke kann ich in gewisser Art und Weise verstehen, weil ich auch mich manchmal bei einigen Sachen frage, was ist übertrieben, was nicht, aber unter dem Aspekt, dass man sagt, man probiert professionell zu sein, ist mir natürlich auch klar, dass man das eigentlich in gewisser Art und Weise schon dazugehört, wenn man es ganz genau nehmen will. Ob das jetzt einen Einfluss hat, weil ganz ehrlich, von 1.000 Tattoos, die Steche entzünden sich vielleicht eins oder zwei, einfach, das sind auch manchmal Faktoren, wo man gar nicht sagen kann, liegt das an meiner Arbeitsweise Woche. Eher nicht. Am Tag, pro Minute. Auf jeden Fall. Nee, weißt und du, schon wie, wieder eins. Genau, und schon wieder eins. Adrian tritt einen immer, man ist so auf dem Weg und will Informationen weitergeben und Adrian kommt immer von hinten und tritt einen immer an der Seite rechts und links runter. Aber das mache ich auch so. Das ist unsere Aufgabe auch hier. Das heißt, man muss sich durchkämpfen dadurch. Was ich jetzt mit meinem langen Monolog einfach sagen wollte, ist, dass man... Du benutzt keine sterilen Farbkappen, Punkt. Hier bleibt alles, wie es ist. Und wird jetzt wird sich hier nichts dran rütteln. Ich schreibe trotzdem die Norm hin, aber ihr könnt mich am Arsch lecken. So, das werde ich machen. Nee, Quatsch. Ich sehe das ja ein. So, und da kann ich ja auch für mich sagen, ja, mein Gott, mache ich jetzt den Larry, weil ich mir halt sterile Farbkappen kaufe oder sage ich entweder, weißt du, Licht an oder Licht aus, all or nothing. So, wenn ich das halt mache, dann mache ich das so. Wo ich jetzt nicht beigehen würde, wäre zum Beispiel hier meinen schönen Arbeitsraum komplett zu fließen und alles nachher mit dem Kärcher aus, weil das fände ich persönlich übertrieben. Man mag ja auch einige Leute, die vorher mit Maske gearbeitet haben, schon belächelt haben. In der aktuellen Situation bleibt uns allen keine andere Wahl. So, ne? Und deswegen muss man halt einfach sagen, entweder man hält sich da dran oder man lässt es halt, aber in dem Sinne, wenn es da halt drin steht und wenn das halt der Nenner ist, auf den man sich bringen kann, ja mein Gott, Alter, dann kaufe ich die Scheiße halt, weißt du? Zahlen meine Kunden dann als Aufschlag, aber das wissen die noch nicht. Na gut, ich meine, ich versuche das Ganze mal so zu beginnen. Habe ich heute schon mal gesagt, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Keiner ist frei von Schuld und auch irgendwo, ich meine, du kannst jeden jetzt beschuldigen, hier irgendwie mit irgendwas Geld zu machen oder das Geschmäckle ist da, das kann ich ganz gut verstehen. Wir wollen alle aber Geld verdienen, das meine ich ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, nee, aber die Tatsache ist ja folgende. Es gab schon, also die DIN empfiehlt auch die Dokumentation. Ne? Jetzt könnte man natürlich in den Keller gehen und eine Verschwörungstheorie aufbauen, dass die paar Tattoo-Doku-Softwares, die es schon gibt, dafür gesorgt haben, dass in der Norm drin steht, dass man dokumentieren muss. Ja, die Theorie oder die Tatsache mit Einwegfarben, Monodosen, steht schon seit 2003 in der Tätowier, in der Resolution, also Resap 2003.2, stand schon drinnen, dass man empfiehlt, Single-Use-Units zu promoten oder halt eben die Verpackung so designt, wenn es kein Single-Use ist, dass keine Kontamination stattfinden kann. Single-Use ist der letzte Dreck und schränkt den Künstler total ein.
Könnte man jetzt sagen, da gab es ein paar Hersteller, die hatten Single Uses, vielleicht haben die das propagiert? Bin mir nicht sicher. Glaube ich nicht. Ja, glaube auch nicht, dass die Doku-Software daher kommt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt wie auch immer irgendwelche Handschuhhersteller propagieren wollten, dass man sterile Handschuhe rausgibt und so weiter und so fort. Man, über Sinn und Sinnlosigkeit können wir ja philosophieren. Ich halte das Ganze für sinnlos, eine sterile Farbkappe zu nehmen. Aus der Tatsache heraus, dass wenn dort ein Keim drinnen ist, untersteht dieser Keim oder unterliegt dieser Keim einem sogenannten Evolutionsdruck. Also Darwin lässt grüßen, wenn ich jetzt die Farbe reinschütte, dann muss dieser Keim erst einmal diesen Schritt Farbe überleben. Punkt um. Ja, das, da geht das Ganze nämlich schon mal los. Ja, stell mir das so vor, der Keim sitzt da drin, weißt du, hast einen schönen Nachmittag gehabt, so kommt gerade aus der Arbeit. So ein Eiern, so mittendrin in diesem Töpfchen. So, und ne, denkt sich, boah, was ein Leben. Und auf einmal sieht er, die Twist-Top-Flasche geht auf und dann so, und dann so. Oh. Genau, er wird von einer riesen Plastik-Rosette angeschissen. Ja, es ist halt einfach so. Also auf jeden Fall, schaut mal, wir haben früher in Liter gebinden Farbe beziehen können und haben Seifen und weiß der Geier was genommen. Und die DIN sagt halt jetzt, zum Gunsten der Sicherheit des Verbrauchers und des Konsumentens, sollten wir, wenn möglich, sterile Sachen verwursten. Wir sollten kleinere Gebinde verbrauchen, wie jetzt zum Beispiel die Green Soap oder die Tattoo-Seifenlösungen während dem Arbeiten. Die sollten so klein sein, und jetzt habe ich auch noch gerülpst an dem Reden, fantastisch. Das kennen die Leute von unserem Podcast. Das geil, finde ich gut. Das kennen die, also wir, hier wird Anstalt noch groß geschrieben. Finde ich gut. Anstalt habe ich gehört, aber ist okay. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt echt verloren im Kontext, aber es ging eigentlich darum, Green Soap soll ja jetzt quasi so hergestellt werden, dass sie in einem Gebinde ist, die möglichst pro Kunde verbraucht wird, beziehungsweise du sollst dem Kunden diese Verpackungseinheit mitgeben. Ja, dann wäre ich ja quasi als Ghost-Nachricht von Sam von IM Inc. quasi hier, also Souffleur, ja mitschuldig quasi und habe wahrscheinlich die DIN so geschrieben, dass ich dieses Produkt habe. Also das ist eine reine Verschwörungstheorie im Endeffekt, ja. Man weiß, aber warum, dass es das gibt. Ne? Aber warum kommt man da drauf? Weil am Ende ist es ja so, guck mal, wenn ich meine meine Squeeze-Flasche einpacke, wo halt dieses Wasser-Seife-Gemisch drin ist, ist es ja so, dass ich das erstmal einpacke, dass da ja per se erstmal durch den Prozess, durch diese ganzen Mikro-Tröpfchen, die dann durch das Tätowieren entstehen, dass die nicht kontaminiert werden kann. So, dann, wenn ich die benutze, und auch danach mache ich sie trotz dessen, dass ich sie komplett eingepackt habe, danach wird sie trotzdem nochmal komplett mit Flächendesinfektion abge... Und was ist, wenn deine Schwanenhalsflasche, die du da hast, oder whatever du auch immer hast, von dem Blut-Fick-Fuck-Overspray genau vorne an der Ventildüse einen Keim hinbekommt? Und der wächst dann rein und in deinem Schwanenhals hast du irgendwann mal einen Biofilm, weil du nicht einmal in der Woche mit kochendem Wasser durch deine Sprühflasche durchgehst. Ja, dann haben die Leute einfach Pech gehabt. Weißt du, das ist auch ein bisschen Risiko. Das ist natürliche Auslese. Das gehört auch dazu. Und wer nicht hart genug ist, der hat halt Pech gehabt. So sehe ich das. Klar. Weißt du, was ich meine? Und das ist genau total. Deswegen soll es ja eigentlich in Richtung Single-Use-Unit gehen. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich bin der Letzte, der Single-Use propagiert. Ich hasse Single-Use, weil es verursacht jede Menge Müll. Du brauchst dafür Anlagen, um diese Sachen abzufüllen, was einfach schweineteuer ist. Ja, das ist absolut schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ja, wenn man kann, braucht ja auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum dafür, oder? Ja, das ist, nee, beim Single Use, ich meine, dann tust du die Dinger steril beballern, fertig und dann komme was wolle quasi. Ne? Mit dem einmal. Aber das hält doch auch nicht ewig. Fertig. Weil wenn die Nadeln mit EO-Gas bedampft werden, dann haben die ja auch ein Verfallsdatum, obwohl das ja eigentlich nicht, da kann ja nichts passieren. Eine verschlossene Flasche ist ja nicht gasdicht. Ja, sprich, eine verschlossene Flasche kann auch austrocknen, weil die Flüssigkeit durch das Plastik durchdiffundiert. Das wissen die meisten nicht. Die meisten denken, das ist alles in Ordnung und tippitoppi galoppi, aber dem ist nicht der Fall. Habe ich schon oft mitgekriegt, dass das passiert, ja. Und im Prinzip bist du als Hersteller dafür verantwortlich, dass du das alles schon mal durchgetestet hast. Ja, Glasflaschen sinnvoller?
Glasflaschen wären sowas von fucking sinnvoll, wenn sie nicht einfach zu schwer wären und einfach, weil wenn Glas squeezable wäre, wäre es cool. Ist es aber nicht. Ich kann das. Perfekt, ja. Ja, das ist das Dingens. Einmal. Aber ja, was soll man sagen? Im Prinzip geht es ja eigentlich nur darum, dass man den Kunden insofern versucht, so gut wie es geht, zu schützen. Ja, ich bin auch, also auch aus der Erfahrung heraus ist es ja so, dass der Kunde, wenn er jetzt nicht gerade auf eine Tattoo-Party geht oder sowas, eigentlich ein einwandfreies Werk bekommt und sauber be- und verarbeitet worden ist, dass er keine Infektion vom Tätowierer bekommt und auch nicht von irgendeiner gammeligen Farbe oder sowas. Meistens ist es tatsächlich so, dass der Tätowierte vom Moment, wo er den Tätowierer verlässt, bis das Ding ins Verheilt ist, so viele Fehler noch machen kann, dass sich das Ding ins entzündet. Ja, es liegt also manchmal nicht am Tätowierer und am Tattoo selber, sondern es liegt meistens an dem mangelnden Hygieneverständnis des Kunden. Ja, und deswegen ist da halt eben die Normen, was das Ganze angeht, mit den Sterilsachen ein bisschen überzogen. Ja, aber wie gesagt, man hat sich halt eben im Konsens darauf geeinigt, dass das der gemeinsame Standard sein soll. Punktum. Wie gesagt, ich glaube, und da ist es halt auch Realität, also Praxis und Theorie gehen in dem Fall dann, glaube ich, schon ein bisschen auseinander. Aber ich denke schon, dass es logisch ist, natürlich sich darauf zu einigen. Na klar macht das Sinn, die einzelnen Einzelunits zu nehmen halt für den Kunden. Steht außer Frage. Die Frage ist halt, wie du das schon sagst, was passiert mit dem Müll? Wir haben eh schon unfassbar viel Müll, den wir produzieren. Das ist eigentlich mir persönlich ein Dorn im Auge so. Da gibt es ja auch relativ wenig Alternativen, jetzt gerade zum Beispiel kompostierbares Plastik zu nehmen oder so. Und wenn, kannst du es nicht bezahlen oder es ist scheiße zugeschnitten oder was auch immer. Da ist doch jetzt hier so ein, es gibt doch jetzt, was voll viele benutzen, dieses komische, keine Ahnung, hast du das? So, auch so ein grüner Kram, ne? So, genau. Aber das ist doch nicht biologisch abbaubar. Das ist doch nur industriell abbaubar, oder? Also das ist doch nicht... Was ist industriell abbaubar und was ist biologisch abbaubar? Aber pass auf, es gibt Kunststoff, der biologisch abbaubar ist, okay? Das Geile ist aber, also für uns Menschen, die wie meiner einer im Austrian Outback leben, ist es ziemlich cool, biologisch abbaubaren Kunststoff zu haben, weil wir können den auf unseren Komposter hauen. Ja, biologisch abbaubare Kunststoffe kannst du aber als Stadtmensch oder Studio in der Stadt Mensch nicht in die braune Tonne kicken, weil er nämlich nicht die Verrottungszeit für Biomüll einhalten kann. Das ist das Problem, was man halt eben hat. Ja, also was ist denn mit dem Zeug da? Industriekunststoff ist schon cool, weil es ist schon mal so ein bisschen Footprint, CO2-mäßig eine coole Angelegenheit. Kannst du es also auch noch in den Restmüll kippen, aber den Claim stecken, dass das Ding in die braune Tonne geht, kannst du nicht. Ja. Und es ist noch zu teuer. Es ist noch viel zu früh. Ja, ja. Das ist es. Ich habe zum Beispiel in Brighton letztes Jahr habe ich von Greenhouse, war es glaube ich, diese neuen Maisstärke, diese giftgrünen Farbkäppchen gemacht. So, ich habe die Papierdinger noch nicht, die es bei anderen Suppliern auch gibt, diese Paper Cups. Ich traue der Geschichte nicht, weil ich mir denke so, da machst du so einen Dip rein versehentlich und triffst das Teil und dann hast du irgendwelche Papierreste da drin und arbeitest die mit rein. Das ist mir nichts irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Gefühl ist oder so, aber würde ich glaube ich ungern nehmen. Die Teile waren aber geil, weil die nämlich genauso sind wie die anderen Dinger und wenn die dann halt kompostierbar sind, das heißt, du kannst die in den Wald werfen und irgendwann gibt es die nicht mehr. Ich meine, ist bei Plastik auch so, dauert nur ein bisschen. Und dann ist ja halt auch die Frage bei dir, oder wenn du jetzt sagst, kannst du auf den Kompost hauen, ne? Am Ende ist es ja so, wenn die halt hier verarbeitet sind, sind sie ja kontaminiert. Das bedeutet ja, ich kann ja jetzt hier nicht einfach kontaminierten Müll theoretisch bei mir in den Garten legen. Weißt du, wie ich meine? Warum kannst du es nicht? Ich meine, die Bakterien werden ja auch eines Tages zersetzt. Punktum. Ich habe keine Ahnung. Du kannst nicht kontaminierte Nadeln reinsetzen, weil dann kannst du deinen Barfußpark oder den benachbarten Barfußpark nicht mehr benutzen. Vielleicht wollte ich das ja. Geil. Oder eine ganz neue Experience schaffen. Genau. Also ich meine, ich sehe halt eher das Kritische an der ganzen Sache. Also ich habe mir ja schon auch Gedanken gemacht über kompostierbare, hoppala, mein Bild ist weg, so, bin jetzt am Start, sieht man mich wieder, alles klar.
Das Thema ist ja das, ich habe mir auch Gedanken gemacht über kompostierbare Einweg-Farbcaps. Die sind eh Einweg-Farbcaps, ist schon okay, aber kompostierbar. und zwar habe ich mir dann den Gedanken gemacht, okay, cool, dann bin ich jetzt fertig mit dem Tätowieren und dann schmeiße ich das Ganze auf den Kompost. Da habe ich ja eine Riesenkappe voll mit Chemikalien im Endeffekt, die ich dann auf meinen Kompost schmeiße. Ja, also irgendwann, vielleicht nimmt noch irgendeine Pflanze ganz, ganz feinteiliges Pigment auf und kommt dann als Magenta raus oder sowas. Weißt du, das ist so das Ding, wo ich meinen Gedanken mir halt gemacht habe. Pilze. Ja. Ich habe gesehen, und zwar gibt es welche, die diese Kaffeebecher sind ja auch ein Riesenthema, ne? Weil es ja so krass viel Müll bedeutet, diese To-Go-Becher. Und da hat jemand, ich weiß gar nicht, was genau, also ist jetzt ein bisschen einfach so grob geschossen. Ich glaube, es ist ein Kürbis. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Pflanzenart, die er in die Form eines Bechers wachsen lässt, quasi. Und der auch 100% stabil ist, also auch den Kaffee aushält, sonst irgendwas, und du kannst ihn dann einfach, nachdem du deinen Kaffee getrunken hast, auf den Kompost schmeißen, und das Ding verrottet komplett. Ne, und hält aber für die Zeit, wo du deinen Kaffee trinkst, also sagen wir mal eine halbe Stunde, Stunde, hält die Flüssigkeit einfach super. Jetzt die Frage, okay, wir wissen alle, es gibt Sessions, die über eine halbe Stunde oder Stunde gehen, so, die gehen vielleicht anderthalb Stunden oder so. Entschuldigung, mein Kaffeebecher schmilzt. Ja, Vollgas. Ich habe mir das gleich auch gedacht, gerade mit, also ich könnte meinen Monster auch aus einer Waffel trinken. Das kann ich nämlich schnell genug inhalieren, aber. nee, ich glaube, das könnte das. Also, jetzt natürlich ist die Frage, wie lange hält eine Pflanze die Flüssigkeit? Aber ja, okay, aber du musst ja irgendwas schaffen, was. Okay, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, dass man das ausphilosophiert. Aber du müsstest ja was schaffen, was quasi in eine Form wächst. Eine Kokosnuss kriegst du nicht in die Form gewachsen. Oder, ja, okay. Ist so schon. Du kannst ja alles, ja, du kriegst ja die Melone. Die Melone kriegst du ja in Form gewachsen. Also kannst du ja auch viereckige Melonen ziehen. Eine Mikromelone, ich weiß nicht, ob das so läuft halt eben. Aber das ist eine krasse Philosophie gerade am Start. Ich wollte gerade sagen, ja. wir verlieren uns gerade im Detail. Aber ich finde das geil, dass man auch mal so ein bisschen abnerden kann, weißt du, mal so ein bisschen über Sinn und Unsinn philosophieren kann, weil das Ding ist, viel von dem, was Adrian und ich, die ja auch tätowieren, halt so wissen, ist halt gefühlte Wahrheit und Arbeitsrealität, die kennt man halt, aber man kennt halt dahinter nicht das, was eigentlich die Fakten sind dazu. Und deswegen ist es halt ganz geil, deswegen fand ich das auch cool, dass du Bock drauf hattest, das heute zu machen, einfach weil man sich dann da nochmal ein bisschen so unterhalten kann über wirklich so Sachen, ja, muss das jetzt sein, tu das Note oder tu das nicht Note, so, was kann man halt machen, was für Unterschiede gibt es so und wie kommt man überhaupt darauf, dass Sache XY so ist, wie sie ist. So, warte, ist keine Antwort gerade, oder? Ich habe einfach nicht wirklich zugehört. Nein, Quatsch, war ein Witz. Das machen wir eigentlich immer so. Wir verlieren zwischendurch den Faden, also es kommt praktisch ein ausschweifender Ausschweifer, so, dann verliert man zwischendurch achtmal den Ausschweifer. Man ist an irgendwas dran, man hat die Rampe gebaut, praktisch so, dass die Zuschauer oder Zuhörer gerade denken, ja, boah, korrekt, ja, okay. Und jetzt kommt die Information und dann kommt Adrian oder komm ich, tritt ihn von diesem Weg runter, schweift ab. Okay, das Ding ist leer, alles klar. Ja. Schweift ab und es geht dann in so eine ganz komische Richtung, wo man sich dreimal verhaspelt und man denkt so, boah. Und dann kommt, ist es wieder dasselbe. Es wird wieder interessant und dann auf einmal wieder, Kickflip zur anderen Seite. Geile Nummer. Schön. Am Ende ist es egal, Hauptsache dicke Titten. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Wie ist denn das bei euch jetzt eigentlich mit, mal kurz eine aktuelle Frage noch reingeschmissen. Wie ist denn das bei euch jetzt gerade mit der aktuellen Situation? Merkt ihr Entspannung oder im Zuge der Lockerung oder denkst du, das war es jetzt oder wie sieht es aus? Naja, ich kann dir nicht wirklich viel dazu sagen. Österreich hat ja extrem schnell gehandelt. Ja, was ja dann auch dazu geführt hat, dass ziemlich schnell wieder Sachen gelockert worden sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt natürlich einfach immer nur, dass Menschen klare Regeln brauchen und Menschen auch gerne versuchen, Regeln zu brechen oder sie so weit auszudehnen, bis man dann dazu forciert wird. Und dann ist es wieder der böse Staat. Ja, und das ist so die Tatsache halt eben, ich bin eigentlich nur gespannt. Ich kriege jetzt nicht so mit wie in Deutschland quasi, wo hier gefordert ist, was war das? Multiplikationsrate kleine 1 oder irgend so ein Dingens. Ne? Ja. Und stattdessen hat man jetzt hier schon wieder einzelne Bundesländer, die darüber sind.
Ne? Ich bin eigentlich schwer davon ausgegangen, dass hier das Gleiche passieren wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ohne einen weiteren Lockdown auskommen werden. Weil man hat einfach noch viel zu wenig Plan über den ganzen Scheiß, der da existiert. Ja, und der da abläuft im Prinzip. Wenn alle ordentlich mitmachen würden, und davon, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen beschissenen Corona-Apps und weiß der Geier was, sondern einfach nur einen gesunden Menschenverstand einsetzen würden und tatsächlich mal Abstand halten würden und nicht gegen irgendwelche Regeln unbedingt rebellieren würden, weißt du, dann hätten wir wesentlich weniger Probleme, gehe ich mal davon aus. Ja, also als die ganze Scheiße hier losgegangen ist, bist du in den Supermarkt gegangen und dann haben die Leute noch nicht mal Abstand gehalten. Ja, bist du aber als erster mit der Maske eingelaufen, haben die alle schon gedacht, du hast AIDS-Krebs. Und sind alle schon beiseite gegangen, weißt du? Das war schon so die coole Sache halt eben bei der Angelegenheit. Menschen sind einfach brunzblöd. Also wir haben ganz ehrlich die Atombombe verdient. Ja, ich finde es halt krass. Entschuldigung, ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, erzähl. Ja. Ich finde es krass. Ich hatte das jetzt, in Thüringen am Anfang, kann ich ja sagen, am Anfang ist diese ganze Geschichte so ein bisschen über uns weggerollt. Adrian und ich haben uns auch noch Anfang des Jahres doll darüber lustig gemacht, so seit Dezember eigentlich, über die ganze Scheiße. Und man hat dann so pro Folge gemerkt, wie es auf einmal ernster wird. So. Und irgendwann dann im März kam für uns dann die Order, yo, Tattoo-Studio wird dicht gemacht. So, geil. Dann hat man gemerkt, alles klar, es ist jetzt doch krass. Man hat so ein bisschen Panik gekriegt und alle vor allem, es gab so einen Konsens, so einen gesellschaftlichen, dass man halt auch sagt, alles klar, alle wissen jetzt Bescheid, okay, es geht uns allen auf den Sack, wir müssen es aber machen und auf einmal hat sich auch alles giftig angefühlt so. Seitdem die mit den Lockerungen angefangen haben, ist das eigentlich alles hin. Als ich in Köln war zum Beispiel das letzte Mal, ja, da gab es in Jena schon die Maskenpflicht. Jena ist ja in dem Fall Vorreiter gewesen, was diese Maskenpflicht und die ganze Scheiße da in Deutschland halt gemacht hat. Was ich auch gut finde, so, weil am Ende ist es ja so, man muss diese Multiplikation ja, man darf sie ja nicht auf Null bringen, weil das ist auch scheiße, weil dann ist man ja jedes Mal wieder angreifbar, man braucht eine gute Durchseuchung, aber man kann das schon mal ein bisschen unter Kontrolle halten, indem man einfach nur eine verfickte Maske aufsetzt, so, ja, du musst dich nicht nackt ausziehen und musst dir den Schwanz abhacken oder so, weißt du, das ist eine Sache so, ey, ja, geht uns auf und sagt, machen wir aber einfach. Und das finde ich halt, das ist halt so eine crazy Geschichte. Und dann fährst du nach Köln, gehst so mit deinem Mundschutz in eine Tankstelle und alle glotzen dich an. Oh, was ein Spasti, ey. Aber ganz ehrlich, wir haben uns selber lustig gemacht darüber, so wie behindert manche Leute dann damit aussehen und dass sie, ja, also du stirbst. Wir haben noch gesagt im Podcast, so, man hat damals den Leuten angesehen, die den Mundschutz hatten und hat sich dann gedacht, nee, Alter, eigentlich würde ich das Ding gerne abnehmen und dich anhusten, weil du stirbst gefälligst mit uns anderen zusammen auch. Du bist nichts Besseres. Aber weißt du, und jetzt denkt man sich halt auch, das muss ich auch nochmal revidieren, dass das ein dummes Zeug gewesen ist, was man da gesagt hat. Naja, im Prinzip ist ja das meiste, was man ja von sich gibt, immer wieder mal ein bisschen dumm. Also insofern sei es uns ja allen verziehen, Scheiß von sich zu geben. Aber tatsächlich haben wir es ja hier auch nicht auf die leichte Schulter genommen, beziehungsweise Kathi von einem Inc. hat das schon von vornherein ernst genommen und da war ja gerade in Mailand, ne? Da waren wir ja doch unterwegs in Milano hier, Tattoo Convention und so weiter. Ja. Und wir kommen ja dort an und sie erzählt mir schon von wegen hier krasser Virus aus China und leckt mich am Arsch und ich so, okay, alles klar. So. Ne? Ja, genau. What's next? Und, steigst du schon aus und dann sind schon die Italiener hier, Samariter in Vollkörperkondomen und prüfen dich gleich hier auf Abstand, auf Temperatur und so ein Kack. Und dann kommst du von Mailand nach Hause und bist erstmal saftig krank. Was schon mal eine ziemlich harte Nummer gewesen ist, aber ich habe mir auch nicht wirklich was dabei gedacht. Weil ich komme aus Mailand immer krank nach Hause. Das ist ja ganz normal. Plötzlich waren aber sehr, sehr viele krank gewesen. Was? Bist zumindest nach Hause gekommen? Ich habe nur Stoff gehört. Das muss man ja auch dazu sagen, weil zu dem Zeitpunkt war da ja dieser heftige Sturm. Die Jenna, mit der ich mir den Stand zusammengeteilt habe, sie ist mit ihrem Mann Jay Freestyle, sind die einfach mit einem Bus 10 Stunden lang von Mailand nach Amsterdam gefahren. Und ich habe gesagt, das fällt aus. Ich verlasse dieses Land definitiv nur per Flieger. Und ich hatte Glück, dass mein Flieger ging. Aber das war echt, ich weiß noch, da habe ich mir in die Hose gekackt. Das war bei uns ja genau der gleiche Scheiß. Ja, das ist ja so, wir haben gerade noch einen Flieger bekommen und mit Punktlandung quasi irgendwo angekommen. War schon voll in Ordnung, das Ding. Ne? Und das dann würde ich sagen, wir können jetzt hier noch stundenlang abnörden, aber die ganze Geschichte, können wir ja jetzt vielleicht bei einer zweiten Folge nochmal weiterführen. Mal gucken, wie das Ganze so gegangen ist, so, gegen Ende des Jahres oder so. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Als kleines Follow-up, es war auf jeden Fall ultra krass interessant, fand ich. Ja, Mann. Und wir würden dir gerne danken für deine Zeit und dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Wie heißt es nochmal?
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe. Bam. Motherfucker. Ja. War ziemlich gut, ein ziemlich geiler Endsatz im Endeffekt, weil ja jetzt zum Ende die ganze Diskussion hier so ein bisschen in Richtung wir werden alle sterben gefallen ist. Also sollten wir die Stimmung wieder so ein bisschen kurz zum Abschluss anheben. Ja. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe. Ja, dreimal hintereinander ganz schnell gesagt und dann bist du der junge Chemiegott. So können wir die Folge eigentlich nennen. Adrian, wollte ich auch gerade schon sagen. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Bam, läuft. Okay, gut. Michel, vielen Dank für deine Zeit. Die letzten, du hast im Prinzip das letzte Wort. Willst du noch Werbung machen für irgendwas? Reicht das als Aussage? Im Prinzip bin ich ja eigentlich keine Person, die für sich selbst immer Werbung macht, weil... Soll ich für dich Werbung machen? Du darfst gerne für mich Werbung machen, ich selber mache das gar nicht, weil ich ja der Meinung bin, dass Qualität so ähnlich wie Scheiße immer oben schwimmt, irgendwann mal. Okay. Ne? Dann folgt Michel auf Instagram, folgt I am Inc. Das sind wirklich tolle Sachen, die Michel da baut oder beziehungsweise nicht baut, sondern anweist. Und Von hinten töpfert. Von hinten, die Michel da von hinten töpfert zusammen mit der Kati. Ist richtig geil, kann ich nur empfehlen. Super, super korrekte Dudes vor allem. Und sowas muss man immer supporten. Und wenn wir die Hörerschaft das möchte, dann unterhalten wir uns bestimmt auch nochmal darüber. Ansonsten horchen wir uns sicherlich bei der nächsten Messe. So ist es, so machen wir das. Vielen Dank für die netten Words. Siehst du, geht schon so weit, dass ich sogar Englisch schon verwurste, ne? Words. Hammer. Thanks for the words, bro. Geil. Appreciate it, ne? Sorry. Ja. Okay, alles klar. Chris, Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Stopp. Du guckst die Scheiße doch. Du guckst mich doch gerade an. Jetzt kannst du uns mal folgen. Schön auf Instagram. Die ganzen Namen, die findest du hier unten. Ne? In der Subscription. In der Subscription hier drin, ne? Findest du die Namen. Und da kannst du dich mal durchklicken und dann folgst du uns mal. Und dann abonnierst du mal den Kanal. Auch hier. Abonnierst du den Kanal hier auf YouTube und dann wirst du mal richtig geile Scheiße dir angucken können. Und dann hörst du mal auf, hier Bibi und Tina dir anzuglotzen oder einen geilen Scheiß, damit wir uns verstanden haben. Weißt Bescheid. Ich möchte mich bei allen Leuten, auch im Namen meiner Familie, für das, was wir hier gemacht haben, entschuldigen. Aber wenn ihr weiteres Zeug von uns sehen wollt, klickt einfach hier unten auf Abonnieren, heißt das, glaube ich. Ich kenne mich mit YouTube nicht so aus. Also da ist, glaube ich, so eine Glocke, wo man drauf drücken muss. Und Abo dalassen, das ist ganz wichtig. So macht man das doch. Macht man das so? Bitte helft uns. Wir kriegen unsere Pässe dann auch wieder, wenn wir genügend Follower haben. Deswegen folgt uns bitte hier unten und kommentiert. Kommentiert einfach für den Algorithmus. Irgendwas muss gar keinen Sinn haben. Wir kommentieren auch irgendeinen Unsinn dann darunter. Das wird lustig. Das machen wir. Dankeschön.